Politi. So, ich sagte vorhin die Entdumisierung und dann kam da so ein Russe und meinte da. Entdumisierung, genau, die Entdumisierung. Wir haben natürlich noch Frühling, ey. Was meint ihr, warum der Wind so kalt ist? Weil die Pole schmelzen. Fakt. So, Apokalypse now. Nee, eben nicht, ey. Wenn ich heute von Apokalypse rede oder Axolotl Overkill, nochmal da auf den Wagen zurückzublicken. Ja, einfach die Entdumisierung. Kinder, ihr seid so düster, so schwarzseherisch alle. Da muss man euch eigentlich erst diesen Sommer nur Hippie-Shit verordnen. So, ich mache jetzt trotzdem den Weg dahin, einen Tag zu spät, und es ist so, ja. Ich werde ja komplett wuschig gemacht, ja, jede Nacht wumm, 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 es geht aufs Gehör und es geht aufs Herz, es killt mich. So, abgesehen davon habe ich jetzt irgendwie Zigaretten jetzt. Also ich mache jetzt den Weg, den ich sowieso vorhatte. Bewaffnet mit einem Liter. Mit einer Schrippe. Nee, die riecht ja auch gut. So, und die Profis sind ja schon längst alle weg. Ich habe Ed Rosenthaler Platz verpasst. Und die Dinger, die geht so schnell, ne? So schnell wie die Messe ist, so schnell machen die auch ihre Geschäfte damit. Für die Grasrevolution, und so heißt es ja auch tatsächlich, für die Grasrevolution war ja ein schwarzes Jahr sozusagen, weil einer der berühmten holländischen Strain Hunters im Januar verstarb. Auch übrigens eine sehr merkwürdige Sache, wie man denken kann, auch sozusagen Doom, ne? Irgendwie ganz merkwürdig, was weiß ich, der hat ja was Falsches gegessen und ist daran gestorben oder sowas, ja. Dann kann man sagen, ja, ist ja sowas wie ein Großwildjäger, stimmt. Da kann man schon mal einen Schlangenbiss bekommen, ne? Aber dieser Mann, der hat eben eine Menge gemacht im Sinne der Grasrevolution und damit auch auf die, hier ist ein blauer Frosch, ja? Also der grüne Frosch ist blau geworden. Muss ja auch im Frühling sein, in den Balzfarben. So, folgendermaßen. Der Alien, ne, wie der berühmte holländische Fußballspieler. Hier, da können wir hier nochmal die verrostete Krone zeigen, hier von dem schönen alten Zaun. Hat einmal eine Geschmacksfibel aufgestellt über die verschiedenen Geschmacksrichtungen von den heutigen Cannabis-Sorten. Also süß-sauer, würzig und was war noch? Ja? Süß-sauer, würzig und noch was. Wie schmeckt das Gras? Süß-sauer, würzig und noch was. Und der Alien hat dann sozusagen daraus so ein, basierend übrigens auf der Iris, ne, es gibt so ein Iris-Diagnostik-Schema, wo man die Augen-Iris sieht und das sozusagen wie bei den Fußreflexzonen, ich mach mal hier den Fußreflexzonen, ne, wie bei der Fußreflexzonenmassage ähnlich ist die Augen-Iris, sozusagen kann man damit die Krankheiten erkennen, wenn das schon gemacht würde, zum Beispiel durch Ferndiagnose über Video, ist das schon mal eine völlige Revolution in der Medizin. Da hat natürlich die traditionelle Medizin ausgesorgt mit. Na, wenn das so einfach wäre, über Internet und eine Videokamera deine Krankheit erstens zu diagnostizieren und zweitens damit zu heilen mit der Diagnose.
So, hier ist bei Siemens, ne? Hören wir auch das sanfte Brummen unserer leisen Atomkraftwerke. Ne? Der Tod kommt so. Ja, so ist das alles. So, und dieser Arjen, also nicht Arjen Robben, sondern ich weiß jetzt eben nicht seinen Nachnamen, war für die Entwicklung auch in den Vereinigten Staaten. Die Trennung von den Kokain-Dealern und den schlimmeren Crack und was es in den Vereinigten Staaten alles gibt, was hier nur so im Darknet, ne, ankommt, ne, wie ist ja alles übersetzt, der ganze Kram aus Amerika kommt hier ja übersetzt her. Aber die Berater waren natürlich die Holländer, die 4 Jahrzehnte lang, also fast das halbe Jahrhundert durch, eben halt wissen, wo diese alte Medizin herkommt, weil die Holländer natürlich große Ärzte sind. Also deswegen haben sie da die, wie gesagt, Totenpille, aber es geht ja jetzt viel weiter. Sie haben ja natürlich wirklich die Körper geöffnet und das gezeichnet, was da drin war. Und ohne die Holländer würde also vor Röntgen, ja, ohne die Holländer würden wir gar nicht wissen, was moderne Medizin ist oder nicht. So, also haben die Holländer sozusagen den Präsidenten der Vereinigten Staaten beraten, wie wir das zu machen ist, wie wir diese ganze Scheiß-Koks- und Crack-Mafia beenden können durch das holländische Modell. Sozusagen Bullshit und das ist echte, uralte, zu Menschen dazugehörige Medizin und Vitamin C als Gegengift dazu. Ne? So, und deswegen war ich eigentlich unterwegs heute, frohen Mutes. Mann, ist die laut. Es ist garantiert das erste Mal, dass ich hier um 2 lang gehe. Weil die Videobrille auffasst, passieren die skurrilsten Sachen. Dass ich gerade leider den Turban auf dem Fahrrad mit seiner Gitarre nicht drauf. Mann, ist die laut hier. 4 Geschmacksrichtungen von Gras. Basierend auf die Iris-Diagnose, die hier ist. Cool. Yes. Das stimmt. Cool, die machen also Iris-Diagnose hier. Alter, wieso sag mir, dass der Präsident von Canyon Hotel hat? Ist ja klar, hier bei Petrodollar in Berlin entdeckt worden ist. Auf der Berlinale, ja! Le Président! So, das ist das Ostkreuz, natürlich völlig umzingelt. Hier ist eine super neue Jugendherberge. Mit fette Kaffee Ostkreuz auch schon davor. Das Ding ist ja fertig. Diesen Sommer kriegen wir noch ein Blasorchester. Und dann steht das Ding. Ja, und alles schon komplett überzingelt, überumzingelt sozusagen. Von allen möglichen, weißt du, sieht die Straße in der Scheiße aus. Es gibt hier 3 Wege. Einen da hinten, na, hier die Enge, oder durch den Bahnhof direkt. Mehr Wege gibt's nicht. Also heiß umkämpft das Ostkreuz schon jetzt, ja. Und man sieht doch die Häuser an, alle traurig. Staubig und lauter Mafiosi an den türkischen Eckkneipen sitzen, unterhalten sich heute hoffentlich über die große Demo von Ankara nach Istanbul, der türkischen Opposition, beziehungsweise dessen, was man so nennen, das, was man so nennen kann, was da, was der König von Türkien da übrig gelassen hat als Opposition. So, und hier gehen wir jetzt hier lang. Ich kicke nämlich, was da für übrig gebliebene Reste auch sind bei der Cannabis-Messe, die natürlich alle schon abgebaut haben. Außer die Alt-Hippies, die da immer noch sitzen oder was auch immer, ja. Also ich mache jetzt einfach, ich tue so, als würde 3 Tage sein, ist aber nur 2 Tage gewesen, ne?
Hier komme ich zum ersten Mal auf das Ding hier hin. Ich bin hier zum ersten Mal, ey. Wow. Was ist das denn hier auch? Ein Kleinod mitten in Berlin. Und ich sehe das hier zum ersten Mal. So, noch was. Alleine kiffen macht dick. So, da gibt es auch Blaualgen oder sowas. Das hier ist also das Platzhaus. Der muss gerettet werden, ey. Also nicht so, wie es jetzt da gerettet ist. Das Dach kannst du abschreiben nach diesem Jahr. Noch ist da eine kleine Lücke drin. Das gehört zur Berliner Stadtarchitektur dazu. Und dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dann verkauft das einem Privaten, der hier Geld gemacht hat mit irgendwie, was weiß ich, 20 Imbissen oder so. Und verkauft dem das auch nochmal als Imbiss. Oder meinetwegen, ja? Macht da einen Imbiss raus. Renoviert das. Renoviert! Immer noch aus wie Iggy Pop, ja. Cool. Hier ist die Mary Jane Berlin, ne? Oh, ich habe schon gedacht, ich komme einen Tag zu spät oder so. We have the Mary Jane Berlin. Probably one of Europe's biggest fairs. Von Hanf ist die Rede. Mary Jane, man. Super geil. Hier am Funkhaus, am Funkhaus in der Leperstraße. If I don't have a ticket anyway, we will have a fun like this or like that, so and so. Yo, that's part of the solution of part of the problem. Hit me like a New York diesel. Mary Jane, Mary Jane. Ah, da werde ich gleich drauf eingeladen. Die war natürlich die Securitate hier. Ich komme an. Aber Stefan geht gerade. Cool. Also hier sind ja auch schon immer Raves gewesen. An dem Ort hier. Klar, wo die Musik gemacht wird. Und jetzt geht es nur noch um die Verstaatlichung oder so, ja. Ja, oh, Soft Secrets alle hier. Super geil. Und mein Drink. Ja, yeah, und wo wir gerade dabei sind, hier ist auch ein schönes Plakat von der City Seeds Bank. Schönes Plakat. Yes. I would say in good we trust. This is such a great building, yeah. And here at the Hemp Fair in Berlin. Mary Jane Berlin. It's a wonderful place this year. Look again. We have all the technologies. So this is a nice place.